Hallo Freunde meines Kanals, ich bin der Callcenter Crusher. Heute habe ich zwei Anrufe für euch. Der erste Anrufer war sich uneinig, woher er kommt und woher er anruft, und natürlich hatte er keine Ahnung über deren Firmenregulierung. Die zweite Anruferin war die verwirrte Lea, uns Scambaiters bestens bekannt. Sie wollte mich auf die bekannte Werbeplattform für Betrüger-Webseiten schicken, um mein Handelskonto zu sehen. Sie hat einfach die Handelsplattform und deren Webseite komplett verwechselt und war auch nicht vom Gegenteil zu überzeugen. Hört es euch nach dem Intro einfach mal an. Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag, Toni Müller, mein Name, Account Manager. Ja. Ich wollte Sie fragen, ob Sie noch interessiert sind, an Kryptowährung, Bitcoin, Aktien, ein Handelskonto zu eröffnen. Mit wem wollen Sie denn sprechen? Werner Brümer. Ah ja, okay, der bin ich, ja. So, schönen guten Tag. So, also Sie haben sich bei uns angemeldet oder einfach die Werbung angeklickt und deswegen rufe ich Sie auch an, um zu fragen, ob Sie noch interessiert sind. Das war ungefähr vor einem Monat. Kann durchaus sein. Ich weiß nicht, wann das war. Gut, aber... Ja? Ich als Account Manager, also ich bin dazu da, Ihre Fragen zu beantworten, eigentlich, wenn Sie irgendwelche haben und Ihnen zu helfen, den Account zu aktivieren. Aber ja, damit wir das machen, wollte ich nur fragen, ob Sie überhaupt interessiert sind daran noch. Oder ja, nicht. Gut, ich weiß ja über Ihre Firma noch gar nichts irgendwie. GC, also GC Capital, GC Trader, das ist die Handelsplattform, da wo gehandelt wird, wo unser Roboter arbeitet und wo unsere Broker arbeiten. Können Sie also das mal buchstabieren? GIS. Ja. CA. Ja. P. Ja. AT. AL. Was? ATAL? ITAL. Ah ja, okay. Und weiter? Punkt CO. Punkt CO, okay. Das ist Ihre Plattform, okay. Genau. Gut. Dann muss ich da mal schauen. So. Okay. Machen wir dann so, ich lasse Sie dann in Ruhe, ich will Sie nicht weiter stören. Nö, ist machen doch kein Problem. Ist doch kein Problem. Codewort, damit Sie wissen, dass ich das bin, also Kundensicherheitsnummer. Nö, brauchen wir ja nicht. Ich muss ja erstmal, ich wollte ja erstmal Informationen von Ihnen haben. Ja, ich verstehe das. Ich sage ja nur, damit Sie dann für später auch für den Finanzexperten wissen, dass das ein Mitarbeiter von uns ist. Ja, ich weiß ja noch gar nicht, ob ich mit Ihnen handeln will. Okay, dann lasse ich Ich warte dann. Ich habe Sie verstanden. Was? Ja, dann erzählen Sie mir doch erstmal ein bisschen was über Ihre Firma. Ja, also wir sind eine Handelsplattform, die nicht nur mit Kryptowährungen handelt, sondern auch mit NFT-Projekten und ganz normalen Aktien. Das heißt, dass Sie können selber entscheiden, wie genau Sie Ihr Geld verdienen wollen. Und Sie können auch mit einem Roboter oder mit einem Finanzexperten, also mit dem Broker, zusammenhandeln. Ja, okay. So. Mit dem Roboter haben Sie von 120 bis 140% Profit in einem Monat, das ist mit Minimumrisiko, mit dem Broker von 260 bis 380. Es kommt darauf an, wie sich der Markt verhält. Und wie gesagt, also das ist mit Minimumrisiko. Minimumrisiko heißt, dass der Broker zum Beispiel, ja, die Positionen aufmacht, nicht mit der gesamten Summe, die Sie auf Ihrem Handelskonto drauf haben, sondern mit 10% davon. Also nehmen wir mal an, Sie fangen schon mit 250 Euro an, das ist bei uns das Minimum, dann macht der Broker die Position mit 25 Euro. Wenn die Position in minus 10% geht, schließt sie sich automatisch und der Broker macht neue Position auf, um das verlorene Geld wieder zurückzuverdienen und im Plus zu gehen. Ja. So. Okay, und so funktioniert das bei Ihnen. Gut. Genau. Okay, und wo sitzt Ihre Firma? Also wir sind international. Ich rufe Sie aus Berlin aus, Frankfurt Allee 111. Aber Hauptsitz ist in London. Das heißt, es geht mir um den rechtlichen Sitz. Übrigens, Sie rufen aus London an, sehe ich an Ihrer Telefonnummer. Das ist Online-Office. Also es kann sein auch, dass es eine österreichische Nummer ist oder spanische oder französische. Sie wissen das schon, dass das verboten ist? Was meinen Sie genau? Das ist verboten in Deutschland. Nein. Und? Was genau? Es ist verboten, mit Telefonnummern anzurufen, wo man nicht sitzt. Also Sie müssten, wenn Sie in Berlin sitzen, müssten Sie eine deutsche Telefonnummer nutzen. Ja, wenn wir das machen, heißt das doch nicht, dass es verboten ist. Doch, natürlich, das ist Gesetz in Deutschland.
Also, was soll ich Ihnen jetzt sagen? Ich bin Account Manager. Also, ich denke, dass meine höher Angestellten wissen schon, was sie machen. Also, Ja, besser als ich. das befürchte ich auch. Ja, okay. Gut, Sie sagen gizcapital.co. Ja, okay. Gut, okay. Das heißt, wie lange gibt es Ihre Firma denn schon? Sind Sie schon erfahren? Also, unsere Broker sind mit Minimum 5 Jahre Erfahrung. Ja, nee, wie lange es Ihre Firma gibt? Mit Ihrer. Unsere Firma von 2021, Ende 21. Also kann sein, Okay. dass sie sich vom 22er Jahr auch als registriert geht. Also haben Sie, dann haben Sie also als Firma noch keine Erfahrung. Wieso keine Erfahrung? Schon Ja, mehr gut. seit einem Jahr? Also, Mehr als ein Jahr? ja, das ist doch keine Erfahrung heutzutage. Die anderen Firmen, mit denen ich arbeite, die haben wesentlich mehr Erfahrung. Ja, Na das gut, okay. kann sein. Dann sind Sie sind ja ein Finanzdienstleister, richtig? Also ich, meinen Sie mich? Nein, Ihre Firma natürlich. Unsere Firma? Ja. Wie gesagt, wir sind eine Handelsplattform. Ja, das ist eine Finanzdienstleister, wenn man bei Ihnen handeln Ja, kann. genau. Also Sie können entweder selber handeln oder mit unseren Roboter oder Ja, Finanzexperten. das heißt, Sie sind eine Finanzplattform. Okay, Ja. wo sind Sie dann reguliert, bitte? Wie meinen Sie reguliert? Reguliert. Wo eine Finanzplattform muss reguliert sein. Wenn Sie in Deutschland sitzen, müssen Sie dann ja bei der BaFin reguliert sein. Oder sind Sie Kann in, ich Ihnen ja, nicht genau sagen. ja, das ist für mich das Wichtige. Als Investor ist Ja. es wichtig zu wissen, wo ist eine Firma reguliert. Ja, das kann ich sehr gut verstehen, aber das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ja, gut, dann hat sich das schon erledigt, wenn Sie mir das nicht sagen können. Sie können mich ja gerne an jemanden weiterverbinden, der das sagen kann. Okay, ich habe Sie verstanden. Dann mache ich es so, ich verbinde Sie mit meinem Manager. Er ruft Natürlich. Sie in 3 Minuten an, ja? Ja, kann er versuchen, ja. Dankeschön. Dann bis wieder. Ja, bis dann. Hallo? Hallo, guten Tag. Ich spreche mit Ludger, ja? Wer ist denn da? Es freut mich, Sie kennenzulernen. Das ist Lea. Ich heiße Lea. Ich rufe Sie vom Handelsplattform Quantum Trading. Sie haben dort Ihre Dateien gelassen, ja? Stimmt das? Das Quantum Trading sagt mir jetzt nichts. Sie haben Ihren Namen, Nachname, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse hintergelassen. Bei Quantum Trading, das sagt mir nichts. Ja, Quantum Trading. Nee, das sagt mir gar nicht, Vielleicht sonst würde ich das ja wissen. erinnern Sie sich nicht, ja, so, ich kann Ihnen nur ein bisschen über unser System erzählen, ja. Na gut, dann erzählen Sie. Hi, Chemie. Hi, ich hab Puls. Oh. Okay, Ja, voll auf unserem scheiße. Ich System hatte habe ich vorhin die Möglichkeit, Leifen. mit automatischem System arbeiten. Und dieses automatische System geben Sie 25 bis 40% Gewinngeld pro einem Monat, ja. Aber Sie haben auch eine Möglichkeit, mit unserem Finanzexpert zu arbeiten, ja. Dieser Finanzexpert, das ist ein Mann, er ist Ihr Lehrer, ja, und er kann Ihnen helfen, alles über unser System erzählen, erklären und zeigen, ja. Und dieser System, automatisches System, öffnen und schließt verschiedene Kontrakte, ja. Und mit Hilfe dieser Kontrakte haben Sie die Möglichkeit, dieses Geld zu verdienen. Und unser Finanzexpert kann Ihnen helfen, die besten Anlagen wählen, ja? Der ist mein Lehrer. Ich kenne meine Lehrer. Ja. Und keiner von den Lehrern, den müsste ich erkennen, wenn das mein Lehrer ist. Okay, können Sie bitte sagen, vielleicht haben Sie Erfahrung im Handel, so brauchen Sie keine Lehre. Brauchen Sie keine Finanzexperten? Ja, ich wollte nur wissen, Sie sagen, das ist mein Lehrer. Dann, wie heißt denn der Lehrer? Das ist ein Finanzexpert, ja? Das ist ein Mann. Er ist Ach, wie. ach so, also es geht gar nicht Ja. um meinen Lehrer. Sie haben gesagt, das ist Ihr Lehrer. Ja. Das ist nicht, ich habe Nein, keinen Lehrer. das ist.
wie Ihr Lehrer. Das ist ein Mann, er kann Ihnen helfen, ja. So, wenn haben Sie Fragen oder etwas so, haben Sie Möglichkeit, diese Fragen zu unserer Finanzexpert geben, ja. Und unser Finanzexpert kann Ihnen antworten auf diese Frage und helfen Ihnen mit diesem automatischen System arbeiten, die beste Anlagen wählen und mehr Gewinngeld verdienen. Mit unserem Finanzexpert haben Sie Möglichkeit, bis 60% pro einen Monat verdienen. Eben waren es noch 20 bis 40 und jetzt sind 60. Ja, wie viel kann man bei Ihnen denn verdienen? Wissen Sie, ihr hat gesagt, dass mit unserem automatischen System, nur mit unserem automatischen System, haben Sie Möglichkeit, von 20 bis 40% Gewinngeld vor einem Monat verdienen, ja? Und mit unserem Finanzexperte haben Sie Möglichkeit, bis 60%. Ah ja, okay. Wenn Sie arbeiten und mit automatischem System und mit unserem Finanzexperte, so haben Sie Möglichkeit, bis 60% Gewinngeld verdienen. Gewinngeld? Das ist eine seltsame Ausdrucksform. Gewinngeld. Geld oder Gewinn? Beides zusammen geht nicht. Gewinngeld gibt's nicht. Das ist ein Profit. Ja, dann sagen Sie doch Profi und Profit und sagen Sie nicht Gewinngeld. Was okay, jetzt? Profit. Ja, gut. Also, und wie funktioniert das nun? So, dieses automatische System, Sie... Okay, Sie arbeiten mit diesem automatischen System, ja, zum Beispiel, und dieses automatische System öffnen und schließen verschiedene Kontrakte, ja, öffnen und schließen, kaufen und verkaufen diese Anlagen, ja, und Sie haben Profit mit Hilfe dieser Kontrakte, ja. Und mit was kann ich dann überall, mit was für Dingen kann ich handeln dann? Mit welchen Anlagen, oder? Ja, zum Beispiel. Sie haben Möglichkeit und mit Kryptowährungen arbeiten und mit Indies, Anleihen, Aktien und so weiter. Okay, das heißt, ich kann bei Ihnen zum Beispiel auch Ethereum kaufen oder Bitcoin kaufen, ja. Oder kann ich nur handeln? Nein, sehen Sie, Sie haben Möglichkeit mit unserem System und Bitcoin, Litecoin, Ethereum kaufen, verkaufen und sehen, wie viel Geld haben Sie Möglichkeit pro eine zum Beispiel Woche verdienen mit Hilfe dieser Kryptowährungen. Das war meine Frage, ob ich nur mit Ihnen handeln oder ob ich auch kaufen und halten kann, weil ich einen Bitcoin kaufen will. Also kein reiner CFC-Handel. Ja, haben Sie Möglichkeit, machen mit diesen Kryptowährungen oder Anlagen, was Sie wollen? Bitte? Sie hatten gerade eine Unterbrechung in Ihrer Telefonleitung. Ich hab nur die Hälfte verstanden. Haben Sie Möglichkeit, mit diesen Anlagen machen, was Sie möchten? Alles machen, was Sie möchten. Okay, also ich kann auch Bitcoin kaufen. Die Coins kaufen, nicht nur handeln und nicht nur CFD handeln. Ja. Okay, gut. Haben Sie Möglichkeit. Okay. Auch haben Sie Möglichkeit, auf unserer Plattform Ihr Geld ausgeben auf Ihre Wire oder auf, auf Ihre Karte oder auf Ihre Karte oder Online-Banking oder haben Sie Möglichkeit auf Ihre Crypto-Wallet. Oder Kryptokonto diese Geld ausgeben. So, haben Sie Kryptowallet oder Kryptokonto? Ja, ne, das erstmal würde ich erstmal interessieren. Welche Firma ist denn das, von der wir reden hier? Bitte? Wie ist denn Ihre Firma? Sie müssen sich nicht dauernd stumm schalten zwischendurch, das ist sehr unhöflich. So, ich habe gesagt, das ist Quantum Trading. Ah ja, und das Ihre Plattform findet man unter welcher Adresse? rtf-nachrichten.de. Ich möchte Ihre Plattform gerne wissen. Quantum. Das ist unsere Plattform, ja. Und auf dieser Plattform wird gehandelt. Da wird mein Konto sein. Es gibt unsere Plattform.
Ja. Sie haben Möglichkeit, jetzt sich an Ihnen Verstehen buchstabieren und Sie haben Sie eigentlich, mir. was ich sage? Ich möchte gerne Ja. die Plattform wissen, auf der ich handeln kann. Bitte können Sie bitte wiederholen? Dann sorgen Sie dafür, dass es im Hintergrund nicht so laut ist. Vielleicht verstehen Sie mich dann besser. Und sich dauernd stumm zu schalten, ist sehr unhöflich. Ich weiß nicht, was muss ich sagen. Sie möchten Ihr persönliches Konto sehen, ja? Ich möchte wissen, wo mein Konto ist, auf welcher Plattform. Auf dieser Plattform, ihr habt gesagt, rtf-nachrichten.de. Nein, das ist. Nein. Ist unsere Plattform. Sie können suchen und sehen. Warum Und da, nein? ja, und da sehe ich mein Konto auf Ja. rtf-nachrichten.de. Ja. Okay, wo sehe ich das denn da auf rtf-nachrichten.de? Okay, was sehen Sie dort? Nein, ich frage, wo finde ich mein Konto auf dieser Seite? So, müssen Sie sagen, Entschuldigung, müssen Sie sagen, was sehen Sie dort? Ich sehe nichts von. Ich frage doch, wo ich mein Konto. Verstehen Sie mich? Ich Auf möchte. dieser Plattform Hallo! Reden Sie nicht dauernd dazwischen! rtf-nachrichten.de. Wenn Sie Dort Fragen haben, können dann hören Sie Sie, zu! Verdammt noch eins! Was sind Sie denn für eine links Betrügerin? oben rechts Ach. sehen einen Mann, einen Kreuz Hallo! mit Mann. Sie haben die Hallo! Möglichkeit, auf diese Sie Kreuze haben. klicken Sie. und dann haben Sie Möglichkeit, sehen Ihre persönliche Konto. So. Sind Sie jetzt fertig, mir permanent ins Wort zu fallen? Was soll so ein Scheiß? Auch schreien, ja, und verstehen Sie mich da jetzt? Tschüss, Betrüger, Weil ich tschüss. verstehe Sie nicht. Ja. Ja, vielleicht jetzt können wir nochmal zu sprechen, ja? Ja, wenn Sie mir noch mal ins Wort fallen, lege ich sofort auf. Ich erkläre Sie, wie haben Sie Möglichkeit, Ihr persönliches Konto sehen. Aber Sie starten zu schreien. Ja, weil Sie gar nichts. Also, wie heißt die Webseite? Ihr habt gesagt, Quantum Trading. Ach. Das ist Name unserer Website. Und diese Seite können Sie suchen mit Hilfe rtf-nachrichten.de. Ja, sehen Sie mal, Dort Sie haben sehen mal, wie dort. sehen, darf ich mal, ich habe Sie gefragt, wie die Plattform heißt und Sie haben gesagt, ETF-Nachrichten. Das ist nicht Ihre Plattform. Ihre Plattform ist Quantum. Verstehen? Name unserer Plattform ist Quantum Eben, Trading, ja? und danach hatte ich Ja, aber gefragt. wann möchten Sie unsere Plattform suchen und Ihr persönlicher Account sehen, müssen Sie rtf-nachrichten.de schreiben und dann können Sie klicken auf Ihren ersten Link, ja? Und dann haben Sie dort oben rechts ein Mann. Und dann? Und dann haben Sie Möglichkeit, Ihr persönliches Konto sehen. So, ich bin jetzt auf der Seite. Und wo sehe ich einen Mann? Sie schalten sich schon wieder stumm. Wenn Sie sich noch mal stumm schalten, lege ich sofort auf. Das ist ein Kreis mit Mann. Oben rechts. Ein Kreis mit Mann. Nein, gibt's da nicht. Ich weiß nicht, was für einen Mann Sie sehen. Benutzen Sie Ihr Telefon oder Nein, benutzen ich Sie benutze Ihren einen Computer? Computer. Ja, so. Müssen Sie dort oben rechts. Was sehen Sie oben rechts? ETFs In welchem kaufen, vielleicht? wenn Sie Fragen haben und dann warten Sie auch die Antwort ab.
Ich habe das Suchsymbol oben rechts und da ist kein Mann drin. Sehen Sie keinen Kreis mit Mann? Nein. Na, Sie kennen sich aber gut aus auf Ihrer eigenen Webseite. Ich bin nicht sicher, ob Sie haben auf diese Seite gehen, aber natürlich. Weil Sie einen Kreis mit Mann sehen müssen. Nein, sehe ich nicht. etf-nachrichten.de. Ja. Ja, und da ist kein Kreis mit Mann. Das ist mit kleinem Buchstabe oder mit großem? Der Kreis hat kein, da ist kein Buchstabe. Nein, diese etf-nachrichten.de. Das spielt keine Rolle in URLs, ob klein oder groß. So viel sollten Sie wissen. Aber Sie haben so richtig gar keine Ahnung von Ihrem Job. Okay, was kann ich sagen? Ich möchte Sie im Suchtabelle im Google schreiben. Was denn? Mit kleinen Buchstaben. etf-nachrichten.de. Ich bin doch auf der Seite. Verstehen Sie es eigentlich nicht? Ich sehe doch auf der Seite, dass ich bei etf-nachrichten.de bin. Mhm. Und was sehen Sie dort? Ach, kein Mann in einem Kreis. Was sehen Sie auf dieser Seite? Vielleicht ist es falsche Seite. Ach, ich sehe doch ETF. Ach, Sie sind ein selten dumm. Ich sage doch, ich bin auf der Seite etf-nachrichten.de. Warum sprechen Sie mit mir? Weil Sie scheinbar zu dumm sind, das zu hören, was ich sage. Ich sage, ich bin auf der Seite etf-nachrichten.de. Und da gibt es... Da gibt es keinen Mann in einem Kreis. Reden Sie mir... Sie fallen mir schon wieder ins Wort. Tschüss. Warum schreien